Hallo, lieber Holger, du hast letztes Mal Captain America und die Avengers gespielt. Vielen Dank, dass du das getan hast. Ich hätte dir das sowieso irgendwann aufgegeben, weil Captain America einfach der allerbeste Superheld ist, Team Cap. Ich fand es eigentlich ganz gut. Also, es sah recht unterhaltsam aus. Das hat natürlich wie alle Spiele aus dieser Ära den Nachteil, dass es ein Spiel ist, bei dem man stirbt und dann von vorne beginnen muss. Das hast du ja selber erlebt. Was ich interessant fand, war, dass du es auf dem Mega Drive gespielt hast, aber die Bildqualität wirklich gut war. Abgesehen davon, dass das Seitenverhältnis nicht stimmte. Vielleicht magst du einfach mal das nächste Mal dein Setup vorstellen, wenn du das so aufnimmst. Ich glaube nicht, dass du es weiterspielen wirst, aber ich fand es ganz gut, dass du es angespielt hast. Vielen Dank. Ich habe das selber überhaupt noch nie gespielt und bin neugierig. Dass du Splatoon so viel gespielt hast, wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, du hättest es und dachte, das lief so unter ferner Liefen. Wie jetzt zum Beispiel Bomberman A auch habe. Ich hätte jetzt auch die Vermutung, dass du es nicht furchtbar viel gespielt hast. Du hast mir ein Spiel aufgegeben, nämlich Metal Slug. Für die Wii hast du es mir auch tatsächlich mitgegeben. Es ist offensichtlich auf diversen Varianten ziemlich teuer. Ich habe noch gar nicht in diese Anleitung reingeguckt. Es ist nämlich bei diesen Metal Slug Spielen, das ist ja auch relativ alt, so, dass du im Grunde wissen solltest, wie du das Spiel steuerst, bevor du anfängst. Ah, jetzt sehe ich gerade, es gibt hier diese Möglichkeiten der Steuerung. Es sind relativ viele. Man kann also tatsächlich auch mit dem Nunchuck spielen. Man kann mit nur Nunchuck spielen. Das ist ja völlig bekloppt. Ich denke, ich werde einfach die Remote nehmen und das damit spielen. Und ich fange einfach direkt an. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Das ist ganz witzig, wenn man so ein Wii-Spiel auf der Wii U spielt, dann könnte es theoretisch auch jetzt auf diesem Wii U-Pad spielen, weil da genau das gleiche Bild angezeigt wird. Und es ist auch tatsächlich hier vorne so eine Sensorbar drin. Das heißt, ich könnte tatsächlich auch damit spielen. Ich habe das nur auf Wii-Zwecken hier. Ich sehe also ein bisschen was. Marco! Es geht los. Marco. Wow. Krass. Okay, ich presse Start. Metal Slug Anthology. Loading. Press A. Hat er jetzt doch die andere Steuerung? Muss ich vielleicht doch mit dem Nunchuck spielen? Man weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Press Plus Button. Okay, Mission 1 Start. Das ist der Sound, man kann sich was aussuchen. Ah, cool. Links, rechts bewegen, klar. Leute abballern, auch klar. Hochschießen. Gucken, schießen. Oh. Ah, ich habe einen Schaden gefunden. So, Heroes. Das ist das Kriegsgebiet und freut sich über alles, was man einsammeln kann. Der bewegt sich ja wie der letzte. Was gibt er mir? Eine Medaille? Alter. Ich kann offensichtlich nicht durch diese. Wenn ich einmal nach oben gerannt bin, dann kann ich nicht wieder nach unten. Heavy Machine Gun!
Wow! Das ist ja übel. Das sind bestimmt alles die Bösen. Ich bin der Gute. Ich bin mir ganz sicher. Aua. Ah, man stirbt ja auch nicht. Ganz gut. Okay, man kann die Dinger nicht abschießen. Wow. Okay. Das ist stark. Weiter geht's. Oh. Communication. Aha. Na gut. Ah, ich habe jetzt gesehen. Das ist super brutales Spiel. Kann man machen. Ich glaube, dass es ganz witzig ist, wenn man das betrunken spielt. Ich bin leider nicht da. Also es macht schon Spaß, aber es ist nicht so gut. Ich bin mir sicher, ob ich das Spiel spannend finde. Abgesehen davon ist es super brutal. Das war ich meine Frage, sehr, sehr gut. Okay, komm ich wieder rein. Okay. Das funktioniert ja nicht so richtig gut hier mit dem. So übertriebene Bewegungen, guck mal, das ist ziemlich beeindruckend. Also ich sterbe hier anscheinend auch schon mal. Vielen Dank, danke. Was die Bewegung des Schusses angeht. Der schießt halt nach vorne und nach oben und das war's. Ja, der fährt nicht alle Nasen lang über. Aber man kann offensichtlich hier kontinuieren. Ich glaube, das ist überhaupt kein Spiel für mich. Ich bin viel zu ungeduldig dafür. Aber es ist echt kurzweilig, also...
Rocket Launcher. Krasses Spiel. Habe ich hier nicht lange mal? Oh Mann. Anscheinend habe ich unendlich Replays. Das ist Cortilis. Das ist schon mal ganz nett hier. Oh, die Steuerung ist ein bisschen. Oh Mann. Der Sprungverhalten ist deutlich anders als bei Jump'n'Runs, die ich so kenne. Jawoll! Alles explodiert, ich fliege weiter drauf. Das kann ich am besten. Oh, er muss nachladen. P1, 0 mal 1000. No prisoner. Ach so, weil ich gestorben bin zwischendurch. Ja, alles klar. Mission 1 complete. Chaka! Zwei Start. Kein Problem, ich kann die alle machen. Hey, gib mir die feste Medaille. Ja. Gruppe einsammeln. Jawohl, 50.000 für die Gruppe. Ach schade, ich dachte, er ist ja nur noch ein Launcher fallen. Das bringt so nix. Aber das bringt was. Wow, ist das fies. Das ist ein Bär. Ich will den Bär. Ich will den Bär. Ach, da darf ich nicht rein. Na toll. Der hüpft da rum und ich darf da nicht rein. Also das Spiel ist wirklich fair, muss man ja mal sagen. Es bringt einen zwar extrem oft um, aber ich meine, man kann ja kontinuieren, so viel man will. Und dann ist das alles viel fair. Ah, der Rocket Launcher. Ich habe den Rocket Launcher. Oh no! Geht's hier nicht langsam mal weiter? Ich würde gerne was anderes machen als. Alles böse. Ganz bestimmt. So ein Spiel wie Rambo im Film ist. Sieht auch ein bisschen aus. Wow. Shotgun. Yo. Gut, dass die Leute ohne Rüstung alle problemfrei überleben, was ich will.
hier, Andrea. Wo ich so noch umgucke, es gibt tatsächlich irgendeine Art Munition, die wohl irgendwas alle ist, wenn man hier diese Maschinen dann hier gleich durch. Ach, ist egal, ich bin hier schon. Boah, krass, das ist super. Sterber kriege ich bessere Waffen. Vielleicht gibt es eine Methode, wie man doch anders schießen kann. Kann man Pause machen? Ja, dann schließe ich mal einen Nunchuck an und gucke, ob ich damit vielleicht in mehr Richtungen schießen kann. Oh oh. Nee, okay. Ich kann es genau genommen gar nicht steuern. Okay, warte so. Weil ich durchschieße, dann nicht mal. Der nervt hier, der Panzer. Was ist das denn für ein Frechdachs? Oh, toll. Tatsächlich wiederholt den 1-Knopf auf der Remote drücken, damit er schießt. Ich kann ihn nicht gedrückt halten. Oh, was ist das? Oh, ich kann da. Ach, ich hab los. Da. Mein Panzer-Effekt. Au! Und er hat mir ein bisschen. Mach weg. Ich krieg den trotzdem. Das scheint gar kein Effekt zu haben. Jetzt fällt mir auf, dass man das Spiel auch DPS 2 spielen kann, was bestimmt lustiger macht. Genau wie bei Captain America in die Avengers. Was man ja auch zu zweit spielen kann. Ich bin leider nur alleine hier heute. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Schaden habe. Das ist aber so gerade auch schon. Yeah.
ja doch, jetzt so langsam. Okay. Zweite Mission durch. Mir ist warm. Es ist gar nicht mal so unanstrengend wie dieses Spiel. Schnee, cool. Hätte ich die irgendwie treffen können. Ach, dann ist der, oder? Jetzt ist drin. Und jetzt? Muss ich weiter hoch? Das ist, glaube ich, jetzt der Moment, wo ich... wo ich gerne in andere Richtungen als gerade ausschießen könnte. So ganz eindeutig, wo man hier drauf treten kann und was nur Ziel ist. Okay, Eichhörnchen kann ich nicht mehr. Schneebälle bringen mich um. Was ist das von dort gekommen? Oh, wer ist das denn? Mr. T. Oh, der kann auch schon spitzen. Hier ist super spitzer. Klar, ja. Haha, super killer. Okay, Spiel ist eigentlich doch ziemlich einfach, weil man nicht wirklich stirbt. Was war das denn? Da saß einer auf dem Klo und ist dann gefressen worden vom Klo. Aber mal. Heavy Machine Gun. Hat eine Pistole mit unendlichen Munition. Da muss ein kleiner Hühner.
ganze Haus steht. Was? Also die Comic-Elemente sind schon ganz witzig. Insgesamt ist das Spiel ein bisschen lahm. Soll ich den Psychologen nicht weitergehen? Ach, das war genau das richtige Vorgehen. Schade, dass das kein Feedback gegeben hat. Das ist richtig. Ja, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben die dritte Mission hinter uns gebracht. Und lassen das Spiel damit auch hinter uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde das wahrscheinlich nicht weitermachen. Oh, Dschungel. Moment, ich zeig's euch mal kurz. Hier so ein Dschungel und so, aber ich sterbe natürlich wieder. Gut, also das Spiel fand ich ganz witzig. So, es war ein bisschen langweilig und das ist, glaube ich, nichts, was mich auf Dauer fesseln würde. So, jetzt drei Level gespielt zu haben, ist schon eine nette Sache. Aber ich glaube, dass das mit zwei Leuten den ganzen Abend Spaß machen kann. So problemfrei. Aber jetzt so alleine, unbetrunken, nüchtern quasi, ist es vielleicht nicht so das Richtige. In eine völlig andere Richtung geht das Spiel, was ich dir nun auftrage, Holger. Nämlich ist es das Spiel Bioshock, von dem ich erfahren habe, dass du es noch gar nicht gespielt hast. Und ich hatte ein paar sehr, sehr interessante Erfahrungen mit Bioshock. Ich wusste vielleicht ein bisschen zu viel und habe mich sehr gegruselt beim Spielen. Und eigentlich muss man sich nicht so gruseln beim Spielen. So, es gibt einige gruselige Elemente, aber es ist, ich zeige euch mal im Hintergrund hier. Also Bioshock ist zwar gruselig, aber es ist nicht so furchtbar schlimm. Und ich hoffe, du wirst damit Spaß haben. Ich weiß gar nicht, auf welcher Konsole du das hast, aber irgendwo habe ich gelesen in der Liste von dir, dass du das wohl hast und noch nicht gespielt hast. Also dieses Mal auf jeden Fall ein Spiel, was du noch nicht kennst.
viel Spaß beim Spielen, lieber Holger und euch, liebe Zuschauer. Viel Spaß, viel Dank fürs Zugucken, viel Spaß beim nächsten Mal.